Gäste, sehr verehrte Zuschauer, liebe Fußballfreunde, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen heute hier auf dem Hummelberg zur Nachbetrachtung, zum Trainergespräch, / Pressekonferenz zum heutigen Verbandsligaspiel zwischen dem VfB Negerland Fußball und dem FC 07 Albstadt. Ganz herzlich begrüßen darf ich unsere Mitte, zum ersten Mal in Negerland, glaube ich, ne? Soweit ich das in Erinnerung habe, der Herr Alexander Ebbart, Trainer aus Albstadt, hat sich über. Und natürlich rechts außen unser Trainer Markus Koch, auch dich heiße ich herzlich willkommen. Bevor wir starten, darf ich Ihnen noch präsentieren unsere Sponsoren, die für die heutige Pressekonferenz mitverantwortlich zeichnen. Das sind die Firmen Elektrotechnik Renz aus Hegnach, die Firma Jochen Weber aus Neckarrenz, die Firma WS Streicher aus Remseck und die Firma Benzinger Freight, unser Trikotsponsor für die Auswärtsspiele. Herzlichen Dank euch für die Unterstützung. Die heutigen Ankündigungsplakate wurden gesponsert von den Herren Peter Stumm und Hein Spreng. Auch da herzlichen Dank. Und für das tolle Ambiente und für die Veranstaltung unseres heutigen Jazz-Frühstücks sei an dieser Stelle ganz herzlich dem Freundeskreis gedankt und für die Organisation. Ich denke, es ist ein tolles Ambiente, hätte natürlich ein paar mehr Leute verdient gehabt, keine Frage. Aber ich denke, das war jetzt mal der Start und wenn wir auf dem Niveau weitermachen, kriegen wir bestimmt hier auch mal die Bude voll. Euch ganz herzlichen Dank für die Organisation und für die Ausrichtung dieser Veranstaltung. Sondern kommen wir jetzt aber auch zu dem Wesentlichen, was den Sport anbetrifft. An dieser Stelle natürlich erstmal herzlichen Glückwunsch dem Gästetrainer Ebbart zum Auswärtssieg. Wenn man die Ergebnisse so betrachtet, war der durchaus wichtig für euch. Auch wenn wir natürlich sehr gerne gewonnen hätten. Aber so ist es nun mal im Sport. Es gibt oft einen Verlierer, der waren wir heute. Insofern nimmt der FC Albstadt die Punkte mit. Vielleicht bevor das erste Statement folgt, noch kurz die abschließenden Ergebnisse. Gestern bereits Echtringen gegen Ilshofen 0:1. Heute fanden statt Schwäbisch Hall gegen Löchgau 3:0. Schwäbisch Gmünd gegen FC Wangen 1:4. TSV Essingen gegen Zimmern 4:1. Pullingen gegen Lauchheim 3:1. Berg gegen Backnang 3:0. Neckarrems gegen Albstadt 1:3. Und Sindelfingen gegen Freiberg 0:3. Und damit ist Freiberg, wenn ich es richtig rechne, jetzt auch praktisch Meister der Verbandsliga und aufsteigend in die Oberliga. Herr Ebbart, ich denke, mit dem Ergebnis bin ich davon auch zufrieden sein. Ist das Spiel so gelaufen, wie Sie es sich vorgestellt haben? Ja, zuerst schon mal hallo zusammen. Ich glaube, wenn man 90 Minuten das Spiel betrachtet, war es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel. Relativ viel im Mittelfeld hat sich abgespielt. Neckarrenz war technisch die bessere Mannschaft, wir haben das ausgeglichen mit viel Kampfgeist und auch mit viel Leidenschaft. Man hat doch gespürt bei jedem Einzelnen, dass es bei uns um was geht, dass wir um die Klasse halt kämpfen. Und diesbezüglich haben wir vielleicht für die kämpferische Art und Weise mehr in die Waagschale gedeckt wie jetzt Neckarrenz. Wir haben in der ersten Halbzeit, ich glaube, war chancenarmes Spiel. Kurz vor der Halbzeit haben wir das Tor dann fressen müssen von den Karims, wo sie wunderbar spielen. Und dann Kona natürlich dann kurz und trocken in das kurze Eck platziert. Das war unglücklich für uns. Nach der zweiten Halbzeit war es dann so, dass sie ein, zwei Chancen gehabt hatten auf 2-0. Ich glaube, wenn dann der Karims 2-0 macht, dann wird es doch mal schwerer. Dann kriegen wir, glaube ich, die 3 Punkte hier. Aber dann, je länger das Spiel gegangen ist, haben wir natürlich in der zweiten Halbzeit eine gnadenlose Effektivität gekriegt. Ich glaube, mit 3 Chancen haben wir dann die 3 Tore gemacht. Und da haben wir einfach dann auch die Bälle besser hinter die Kette von den Karins gespielt. Sie ist 1-1. Und ja, dann haben wir das schon mitgenommen und haben dann aus dem Gewühle raus dann 2-1 gemacht. Und 3-1 war dann auch ein toller Konter. Also uns tun die 3 Punkte natürlich wahnsinnig gut, wenn ich jetzt die Ergebnisse da sehe. Ja, dann ist es immer wieder so, dass das am Ende von der Runde manchmal unmöglich Ergebnisse zustande kommen. Aber das wird aber wahrscheinlich länger und Ball jetzt denken, dass wir das 3-1 gewonnen haben, das wäre die wahrscheinlich auch nicht ganz so erfreut. Von dem her gesehen, ja. Aber trotzdem, die Spielkultur von den Karims war natürlich gut, das muss man sagen.
Und ja, ich glaube, ich könnte trotzdem mit der Runde dann zufrieden sein. War jetzt heute nicht ganz so schlimm, dass sie 3 Punkte uns geben. Wir nehmen es dann mit. Also mal Kompliment an die Mannschaft. War ein riesen Fight und es war nicht leicht, hier zu bestehen. Danke. Herr Lebenhaus, vielen Dank für die erste Stellungnahme, Markus. 1-0 geführt und dann die Chance mit dem Postenschuss vom Rollschutz zum 2-0. War das schon so die Schlüsselszene oder warum hat es die Mannschaft dann nicht geschafft, hinten so zu stehen und wenigstens dann dieses 1-0 zu halten? Wie ist die Schuld des Spiels und vor allen Dingen diese zweiten Szenen? Ich denke, ich brauche jetzt nicht im Detail da alles nochmal aufführen. Das wird jetzt relativ wenig interessieren. Der Alex hat es perfekt analysiert und auch herzlichen Glückwunsch an dein Team, das sich mit genau diesen Tugenden, Leidenschaft, Ansatz, das auch verdient hatte. Über Schlüsselszenen kann man oft reden. Das hast du jetzt vorne aufgeführt, diese Situation, die wir nicht nutzen zum 2-0. Genauso gut könnte man natürlich sagen, diese Möglichkeit, die wir in Fiorenza geben für den Ausgleich, hat dann auch vieles dazu beigetragen, dass dann die Wende kam und es ist einfach jetzt unglücklich für uns und auch, möchte sagen, stimmungsmäßig natürlich nicht toll, dass jeder uns beglückwünscht hat bis dato für erfolgreiche Saison und dass das jetzt so in ein bisschen Traurigkeit entmündet und die Spieler dann auch sehr niedergeschlagen sind, das hat sich schon auch die Woche andeutet und das ist eigentlich jetzt nicht die Art und Weise, wie wir die Saison dann zu Ende bringen wollen. Wir müssen uns berappeln, definitiv, weil es sind noch 3 Wochen und wir sollen jetzt das Bild nicht gut machen, ja, dass wir uns so hart erarbeitet haben. Markus, vielen Dank. Ich meine, es ist klar, wenn man spielt verliert, ist man immer enttäuscht. Das sind alle, die Spieler, die Fans. Aber wie du sagst, es gibt weiter, sind noch 3 interessante Spiele für uns und für die Gegner geht es ja auch noch um einiges. Insofern gehe ich davon aus, dass wir da wieder vollen Einsatz bringen. Der FC Albstadt schwebt weiterhin wie viele andere Mannschaften in Abstiegsnot. Aber ihr könnt selber berichten, ihr habt die mittelbeste Position von den Mannschaften, die gefährdet sind. Wenn man Schwäbisch Gmünd außen vor lässt, die 3 Punkte mehr haben. Also wir gehen von 4 Absteiger aus, glaube ich, das ist realistisch. Dann hat der Abstiegsplatz 29 und die Relegation 30 Punkte. Wie geht es in den letzten Wochen? Nächstes Spiel zu Hause gegen Sindelfingen, denke ich mal, hat entscheidende Bedeutung. Klar, also das Spiel haben wir gesagt, wenn wir von den 4 Spielen dann 2 gewinnen, dann sind wir mit Sicherheit durch. Jetzt ist es nach den Ergebnissen nicht hundertprozentig gesagt, dass das reicht, aber klar, gegen Sindelfingen, wir haben gesagt, die beiden Heimspiele, Sindelfingen und Schwäbisch Hall, wenn man das gewinnen würde, dann ist der Deckel drauf und die Auswärtsspiele sind Bonusspiele. Von dem her haben wir jetzt so 3 Punkte, wo wir jetzt nicht hundertprozentig einkalkuliert haben, aber klar, nicht gegen Sindelfingen, ja, da ist natürlich ein Dreier genauso wertvoll wie heute auch. Die dann auch im Rückgrund jetzt etwas schwächelt, aber ja, trotzdem ist alles so eng, die Verbandsliga-Spiele. Wenn ich da Revue passieren lasse, die ganzen Spiele, mit ein bisschen Glück können wir das ein oder andere mehr punkten, aber mit ein bisschen Pech, dann schauen wir das ein oder andere mehr verlieren. Das ist heute spiegelbündig sein, kannst 2-0 kriegen, verlierst und so gewinnst du 3-1. Kleinigkeit entscheidet da, weil die Mannschaften doch relativ von der Qualität ja, gleichwertig sind. Aber für uns ist Abschiedskampf ist nichts Neues. Also ist jetzt okay, dass wir diese Position jetzt haben und ja, sonst danke ich euch. Vielen Dank. Markus, das letzte Wort, Herr Schuber, schon fast alles gesagt. Nächste Woche fahren wir nach Ilshofen. Die sind Dritter und liebäugeln vielleicht noch jetzt wieder nach der Niederlage von Backnang mit einem Auge auf den 2. Platz. Wir wollen die 50-Punkte-Marke knacken. Ich denke, es wird auf jeden Fall ein spannendes und ein Spiel in Ilshofen. Es wird dann spannend und interessant, wenn wir uns auf unsere Tugenden wieder besinnen und besser agieren insgesamt. Das hat auch so zwischenmenschlich dann auch zu tun, dass wir uns da einfach an Riemen reißen müssen. Und das wird wichtig sein. Fußballerisch haben wir es drauf, aber das ist ein Teil. Alex hat es vorher gesagt, Einsatz, Leidenschaft. Das sind
Attribute, die man auch bringen muss, und da müssen wir einfach mehr bringen, und das beginnt schon am Montag in der Vorbereitung auf Itzhofen. Markus, vielen Dank. Auch dem Herrn Alexander Eberhardt danke ich herzlich für das Statement. Abschließend darf ich noch informieren, dass wir natürlich nach Itzhofen wieder mit dem Bus fahren, nächsten Samstag am 20. Mai. Abfahrt ist hier um 11.15 Uhr am Hohlberg. 11.15 Uhr Abfahrt geht's nach Itzhofen. Spielbeginn wie immer in diesen Monaten um 5 Uhr. Moment, in Itzhofen ist laut früher. Spielbeginn in Itzhofen ist 14 Uhr, richtig? Muss man aufpassen, dass man nicht einschläft, gibt es so eine Sonderzeiten. Spielbeginn 14 Uhr in Itzhofen, das hat Abfahrt bereits um 11.15 Uhr hier im Hohlberg. Wir dürfen dem FC Altstadt alles Gute und viel Erfolg für den Abstiegskampf wünschen. Dann sehen wir uns nächstes Jahr wieder hier in Ludwigsburg oder im Kreis Ludwigsburg in Remseck und in Altstadt im Kreis Balingen. Und gute Heimfahrt, und ihr dürft natürlich noch weiter da bleiben. Es gibt noch was zu essen und zu trinken. Das Zeug muss weg. Also bitte bleibt so lange noch da. Wenn ihr schon 3 Punkte mitnimmt, nehmt dann wenigstens auch die Getränke und das Essen voll mit. Alles Gute wünschen euch.